Nachdem Google und OpenAI letzte Woche mit ihren wahnsinnigen Ankündigungen vorgelegt haben, darf natürlich Sugar Daddy Microsoft auch nicht fehlen. Microsoft hat wie Google eine ganze Reihe an Themen angekündigt auf ihrer eigenen Build-Konferenz. Darunter war eine waschechte Kampfansage an Apple, Technologien, die tatsächlich die Art, wie wir leben und arbeiten, verändern können, aber vor allem eine Technologie, die ziemlich dystopisch und ohne Ende creepy ist. Tatsächlich ist die Build-Konferenz von Microsoft so eindrücklich, vor allem aber auch für ITler und Entwickler gewesen, dass ich eben hierzu auch dann zwei Videos mache. Ihr seid gerade auf meinem Kanal The Morpheus, wo ich IT-Themen für alle zugänglich machen möchte. Auf dem Kanal The Morpheus Tutorials kommt dann das Video für die ITler raus. Die gesamte Konferenz ging mehrere Tage. Daher bitte entschuldigt, dass ich natürlich hier nicht alles vorstellen kann. Aber ich versuche, die Highlights euch zu präsentieren. Starten wir ganz kurz mit der Kampfansage an Apple, denn Windows oder Microsoft braucht die für den ganzen Rest, den sie vorhaben. Apple hat gerade erst Anfang Mai ihren M4-Prozessor angekündigt für iPad Pro. Das Besondere an den M-Chips ist, die landen auch immer in den MacBooks. Laut einer Quelle soll das für den M4-Chip sogar noch dieses Jahr beginnen. Die M-Chips von Apple sind Apple Silicon Chips. Die wiederum basieren auf einer UMA, also einer Unified Memory Architecture. Das heißt, Prozessor, Grafikkarte und irgendwelche anderen Komponenten, wie zum Beispiel auch die Neural Engine, die teilen sich alle denselben Speicher. Und das wiederum ist besonders geil, denn Arbeitsspeicher und Grafikkartenspeicher sind normalerweise nicht dasselbe. Und wenn ich von A nach B kopieren möchte, dann ist das manchmal das Langsamste an dem gesamten Prozess. Deswegen scheint es für euch beim Zocken auch manchmal, als hätten eure Mitspieler Toaster und keine Rechenmaschinen. So, diese M-Chips, die basieren jetzt auf der ARM-Architektur, wie der Arm. Und die kennt ihr vielleicht vom Raspberry Pi, aber müsst ihr nicht. Microsoft macht jetzt genau dasselbe. Sie nennen das Windows on ARM. Dafür nutzen sie den Snapdragon X Elite Chips, der dann bei ihren Surface Laptops eingesetzt werden soll. Die Surface Laptops sind damit auch wirklich vergleichbar mit den MacBooks. Snapdragon, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff von Smartphones, die werden von Qualcomm hergestellt. Der Snapdragon X Elite hat wie Apples Chips einen Prozessor, eine Grafikeinheit und eine NPU. Das ist noch so ein neuer Name für eigentlich die Sachen, die wir schon kennen, für KI-Berechnung. NPU steht für Neural Processing Unit. Also quasi Apples Neural Engine oder auch Googles Tensor Processing Unit. Eigentlich alles dasselbe. Ich habe sogar erste Benchmarks übrigens gefunden, wonach der Snapdragon X Elite, also der Chip in den Surface Laptops, mehr als doppelt so viele Punkte wie der Apple M2 Chip erreicht hat. Das ist allerdings natürlich nur ein erster Test und auch nur einer von sehr vielen möglichen Benchmarks. Man kann ja alles Mögliche testen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nur so halb fair, denn der M2-Chip ist auch schon ein bisschen älter. Der M3-Chip bringt auch 21% mehr Leistung als der M2-Chip. Aber der Snapdragon soll 100% mehr Leistung bringen. Und das alles soll dann wohl auch bei den Surface-Laptops zum flüssigen Zocken ausreichen. When Marcus was playing Borderlands 3, I mentioned Auto Super Resolution. Auto Super Resolution is a Windows 11 feature that comes for the Snapdragon X Elite based devices that enables you to play games in a much, much better frame rate. Warum das Ganze? ARM-Chips sind meist deutlich schneller und verbrauchen deutlich weniger Energie. Gleichzeitig sind sie aber auch nicht mehr so leicht ersetzbar. Möchte ich zum Beispiel bei meinem Desktop-Rechner eine neue Grafikkarte, dann kann ich eben auch nur meine Grafikkarte austauschen. Das ist der Vorteil. Bei Laptops ist das aber natürlich schon länger anders. Aber Windows muss es deshalb für beide Architekturen geben. Denn ich habe ja hier immer noch eine Grafikkarte in meinem Desktop-Rechner stehen, während ihr vielleicht bald einen ARM-Windows habt. Und eine ARM-Architektur, die erfordert dann zwingend, dass jede einzelne Software eine komplett andere Architektur unterstützt. Das ist, als hättet ihr quasi die Software nicht mehr für Windows, sondern für Linux. So viel Arbeit ist das. Bei Apple war diese Umstellung ein ziemlicher Kampf, denn jeder Hersteller musste im Grunde genommen ein anderes Betriebssystem unterstützen. Apple hat da aber eine so große Marktmacht bewiesen, dass Adobe zum Beispiel sich wirklich schnell darum gekümmert hat, während Linux-Support zum Beispiel bei Adobe noch immer kein Thema ist.
Bei Windows, sagen wir, es wird sich zeigen, ob alle Hersteller, speziell von irgendwelchen alten Spielen, einen Patch dafür liefern, dass man das dann auch bei Windows on ARM benutzen kann. Oder ob man dann vielleicht doch eher den Emulator braucht. Für die Apple-Nutzer, der Emulator, das ist quasi sowas wie Rosetta 2, nur eben für Windows. Bis auf absehbare Zeit wird Microsoft also hier zweigleisig fahren müssen und ein Emulator verbraucht eben immer etwas Leistung extra. Das war bislang die große Kritik, weswegen Windows on ARM nicht so beliebt war, selbst bei Microsoft. Aber jetzt soll der Windows-Emulator eben deutlich schneller sein und deswegen ist das ganze Thema wieder da. Und all das nur für Copilot Plus PCs, dem KI-Assistenten, der dann auf eurem Rechner lokal laufen soll. KI verbraucht sehr viel Energie, weswegen natürlich die ARM-Architektur gleich mal noch ein bisschen wichtiger ist. Vor allem immer dort, wo man sie laufen lässt. Wenn man es lokal bei den Nutzern laufen lässt, dann geht die Akkukapazität sofort flöten. ARM ist dabei wie gesagt stromsparender, wodurch es für euch nicht mehr ganz so teuer ist. Aber es bleibt trotzdem ein echter Ressourcenfresser. Und hier kommt unser heutiger Partner Tibber ins Spiel. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich hype bin, euch Tibber präsentieren zu dürfen. Tibber ist ein Stromanbieter, der euch Strom zu dem Tarif verkauft, den sie selbst an der europäischen Strombörse bezahlen. Also Börsenpreis plus Steuern und Netzgebühren. Und ich habe jetzt mal Tibber einen Monat getestet und dabei etwa die unfassbare Hälfte meiner Stromkosten gespart. Warum? Der Preis an der EU-Strombörse ist nicht immer derselbe. Beispielsweise mittags, wenn die Sonne scheint, haben wir sehr günstigen Strom, denn es wird mehr produziert als verbraucht. Mein günstigster Tarif war 1 Cent pro Kilowattstunde. Und selbst der teuerste Preis, meistens abends, wenn alle kochen, ist bislang immer unter dem Preis von meinem ehemaligen Anbieter gewesen. Meist sogar 10 Cent oder so günstiger. Der Preis steht aber dabei immer schon am Tag davor fest und ich habe das mal jetzt intensiv für mich optimiert. Elektroboiler aufheizen, wenn es gerade am günstigsten ist. Spülmaschine? Zeitvorwahl für den Start, wenn es am günstigsten ist. Waschmaschine? Die hat auch eine Zeitvorwahl. Und wenn ihr ein E-Auto habt, dann zieht das natürlich nochmal beeindruckender. Aber für mich vor allem ein Gamechanger, KI-Training. Ich trainiere häufiger mal eigene Modelle, die dann meine Grafikkarte zu 100% auslasten. Tue ich das für die ehemaligen 37 Cent pro Kilowattstunde, ist das ziemlich teuer gewesen. Stürze ich mich aber für die 5 günstigsten Stunden am Tag da rein, dann kostet es etwa 18 Cent, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Und das reduziert den Preis um mehr als die Hälfte. Tibber selbst verdient kein Geld durch Aufschläge, denen ist egal, was der Strompreis gerade sagt. Tibber berechnet einfach eine monatliche Fixgebühr dafür, dass ihr Kunde bei ihnen seid. Für mich ist das Ganze ein absoluter Gewinn gewesen, durch den ich jetzt tatsächlich über 100 Euro im ersten Monat schon gespart habe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich noch mit Smart Home kombinieren, beispielsweise mit smarten Steckdosen oder auch Tibbers eigenen Geräten wie dem Tibber Pulse. Rechnet es gerne mal für euch durch. Wenn ihr dann mit meinem Einladungscode Morpheus zu Tibber wechselt, bekommt ihr tatsächlich nochmal 50 Euro Store-Guthaben bei Tibber für etwa genau solche Smart-Home-Geräte, die euch das Leben noch leichter machen. Ein kleiner Bonus, der Umstieg ist so unfassbar einfach, weil Tibber einfach alles für euch macht. War bei mir tatsächlich ohne Aufwand in 5 Minuten erledigt. Also nutzt den Link in der Beschreibung und wechselt am besten direkt. Aber bevor wir zu Copilot Plus PCs kommen, schaut euch das hier an. Without mentioning numbers, which is sort of hard to do, to give you all an idea of the scaling of these systems. So in 2020, we built our first AI supercomputer for OpenAI. It's the supercomputing environment that trained GPT-3. And so, like, we're going to just choose marine wildlife as our scale marker. So you can think of that system about as big as a shark. So the next system that we built, scale-wise, is about as big as an orca. And like that is the system in, that we delivered in 2022 that trained GPT-4. The system that we have just deployed is like scale-wise about as big as a whale relative to like, you know, the shark-sized supercomputer and this orca-sized supercomputer. And it turns out like you can build a whole hell of a lot of AI with a whale-sized supercomputer. I just want everybody to really, really be thinking clearly about, and like this is gonna be our segue to talking with Sam, is the next sample is coming. So like this whale-sized supercomputer is hard at work right now,
building the next set of capabilities that we're going to put into your hands so that you all can do the next round of amazing things. Also, das ist nicht offiziell, aber inoffiziell wurde hier gerade GPT-5 angekündigt und gesagt, dass jetzt in diesem Moment das Ding gerade trainiert. Und damit kommen wir zu Copilot. Kurz ein paar Worte zu Copilot, weil Microsoft Naming einfach nicht kann. Es gibt, sagen wir, einige verschiedene Copilots. Es gibt GitHub Copilot, der kann coden. Es gibt Microsoft Copilot, das ist für Microsoft. Es gibt Copilot Stacks und noch ein paar mehr. Copilot plus PCs ist im Endeffekt das große Ding für Microsoft oder auch für Windows vor allem. Ich weiß nicht, wer von euch noch Cortana kennt. Das auf Steroiden. Hier ein kleines Beispiel. Hey Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great. And it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle. But it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my God, what's that? Oh no, it's a zombie. Run, you need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Just make sure it can't reach you. All right, I think I might be safe now. So, jetzt nach allem, was wir von OpenAI gehört haben, seid ihr vielleicht nur so halb beeindruckt. Das war ich auch. Das liegt daran, dass die KI im Hintergrund von Copilot auch von OpenAI ist. Zumindest teilweise. Und für solche Interaktionen. Wenn ihr zum Beispiel Video und Co. verarbeitet, kommt wohl GPT-4o zum Einsatz. Allerdings nicht nur, denn wenn es möglich ist, soll die KI lokal auf eurem PC ausgeführt werden und dafür braucht ihr wiederum die NPU, wie wir sie vorhin in dem Windows on ARM-Chip kennengelernt haben. Diese NPU muss für Copilot plus PCs mindestens 40 TOPS haben, also 40 Trillions of Operations per Second, zu Deutsch 40 Billionen Operationen pro Sekunde. Das hört sich wahnsinnig viel an. Die Gamer unter euch werden vermutlich auch wenig Lust zum Beispiel auf einen Surface-Laptop haben. Deswegen habe ich mal bei Nvidia nachgeschaut, die ja eigentlich die großen KI-Partner von Microsoft waren für irgendwelche KI-Chips. Und siehe da, Nvidia sieht ihre GPUs als deutlich leistungsfähiger an, mit etwa 100 bis 1300 oder sogar noch mehr TOPS in ihrer Grafikkarte. Ein Gaming-Rechner sollte also Copilot plus PCs eigentlich locker schaffen. Trotzdem hat Microsoft während der gesamten Präsentation Desktop-PCs nicht erwähnt. Es scheint also, dass Copilot plus PCs, obwohl es anders möglich wäre, vorerst wohl Laptop-exklusiv ist. Und soll ich euch was sagen? Darüber bin ich gar nicht so traurig. Das liegt an den Features von Copilot plus PCs. Von den Features ist Co-Create wahrscheinlich das unproblematischste. Ihr malt etwas, zum Beispiel Microsoft Paint, und bekommt dann halt ein tolles Bild. Also das, was man bei DALL-E, Stable Diffusion oder Midjourney schon seit Monaten kann, jetzt eben auch in Paint. Wow. Windows Studio Effects sind Webcam-Filter, die den Hintergrund des Kamerabilds entfernen oder verwaschen oder irgendwelche anderen Special Effects drüberlegen. Also im Grunde Nvidia Broadcast, nur eben ohne Nvidia und von Microsoft. Spannender sind allerdings Live Captions, die, wie der Name schon sagt, konstant zuhören, was so gesagt wird und dann einfach Untertitel erstellen. Egal ob Live-Video, Podcast, YouTube-Video oder irgendwas anderes. Und das sogar, wenn man offline ist. Das heißt, das läuft wirklich mit der lokalen NPU. Tatsächliche Übersetzung, also gesprochene Sprache, das kann Copilot allerdings noch nicht. Es hört nur zu und spuckt dann live den Text in eurer Sprache aus. Und wenn ihr es schon creepy findet, wenn die AI euch die ganze Zeit zuhört, um Untertitel zu erstellen, dann lasst uns doch direkt über Recall reden. Das Ziel von Recall ist herauszufinden, was ihr zuvor auf eurem PC irgendwann mal gesehen habt. Also zum Beispiel, in welchem Ordner ist die Datei hardcore.mp4?
Was stand auf der Website ice.de? Es rappelt im Karton. Dun, 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 dun. Und was hat Herr Scholz nochmal in seiner letzten E-Mail geschrieben? Schönen Dank. All das wäre ja wahnsinnig praktisch zu wissen. Genau das merkt sich Windows, oder genauer gesagt das Feature Recall von Copilot Plus PCs für euch. Man kann dann durch eine Timeline scrollen und sehen, was in der Aufzeichnung, genannt Snapshots, angezeigt wird. Anschließend kann man sogar damit interagieren und direkt wieder zum Beispiel in Outlook einsteigen und auf eine E-Mail antworten an Herr Scholz. Creepy? Oh hell yes! Praktisch, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich weiß eigentlich meistens, wo meine Dateien sind. Praktischer fände ich es, wenn Microsoft auch wirklich meine ganzen Spam-E-Mails zum Beispiel beantworten würde und ihnen sagt, dass sie sich gerne ein Sponsoring für 2,5 Millionen im nächsten Jahr reservieren können, wenn sie das Geld heute schon überweisen. Das wäre so ein No-Brainer für mich. Aber ja, das scheint zumindest nicht ohne weiteres zu passieren. Microsoft weiß aber, dass sie kleine Creeps sind und deshalb kann man Snapshots sogar löschen. Und sie sollen vollständig lokal bleiben, zumindest sagt Microsoft das, und auch mit der lokalen KI dann analysiert und verarbeitet werden. Wir erinnern uns, lokale KI ist meistens schlechter als das, was wir in der Cloud bekommen, weil eben wir die Leistung dafür aufbringen müssen, deswegen dürfen die Modelle nicht so stark sein. Naja, man kann aber, wenn man nicht so vergesslich ist, durchaus auch mal Pause drücken. Und man kann auch Filter einrichten, wo Total Recall dann nicht verfügbar sein soll. Also zum Beispiel für spezielle Apps wie den VLC Media Player oder Websites wie, muss ich euch wirklich den Namen nennen, niemand möchte seinen Verlauf von Steam angezeigt bekommen. Es scheint aber nicht die Möglichkeit zu geben, Recall vollständig zu beenden, denn es ist sehr tief im Betriebssystem verankert und das finde ich ein bisschen bedenklich. Denn AI Security im Sinne von Schutz gegen Hacker steht noch wirklich am Anfang. Es gab schon Fälle in Bing, also der Suchmaschine von Microsoft, wo man bei der Nutzung von Bing auf einer Webseite die AI etwas völlig anderes hat machen lassen können, einfach nur, weil dort ein Text stand. Zum Beispiel, dass die KI sich bitte wie ein Pirat verhalten sollte. Den Text sieht niemand, nur die KI, und so konnte man quasi Prompt Injection durchführen. Das ist tatsächlich ein Angriff. So etwas könnte man natürlich auch in einem Game oder in einer Website einführen, und plötzlich geht mein Recall-System an die Decke? Naja, noch wissen wir nichts Genaues. Erstmal müssen wir abwarten und dann müssen wir es testen. Alles in allem bin ich eher ein Fan davon, meine Desktop-App von ChatGPT anzuwerfen und mit voller Absicht meinen Screen einmal zu teilen, aber dann eben auch den Anruf irgendwann wieder beenden zu können. Eine so tiefe Integration in mein Betriebssystem ist eigentlich, finde ich, nicht nötig. Stattdessen, weiß nicht, könnte man ja einfach mal die Suche verbessern, die Microsoft mit dem Explorer ja eigentlich auch hat, oder auch Microsoft mit Bing, und alles andere sind dann eigentlich nur weitere AI-Apps, die sie integriert haben. Für Entwickler hingegen gibt es ein paar sehr spannende Neuerungen, aber die bekommt ihr auf meinem anderen Kanal. Und wenn ihr von meinem Content nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei meinem Newsletter vorbeischauen könnt. Dort kann ich euch dann wöchentlich einen Roundup geben, welche Videos ich veröffentlicht habe, welche Reels ich veröffentlicht habe, aber auch, was sonst noch passiert ist und euch zu spannenden Artikeln nochmal weiterleiten, die kein Video geworden sind. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.